Oh, warte kurz, da ist ein Fuchs. There is a fox in the world. Was ist das? Ach, das ist der Kadaver. So. Hm. Was ist das hier für ein... Naja. Hm. Mega enttäuschend einfach. Du kriegst nur Kacke, ne? Daraus werde ich später einen Trank brauen. Man kriegt echt nur Kacke hier. Immer dieses scheiß Fleisch und so. Statt mal so den richtig geilen Scheiß, aber nee. Den kriegt man nun auch wieder nicht, ne? Ja, und nu? Aber jetzt muss ich denen helfen, oder was? Oh, fuck. Hä? 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 Ja. Mann, jetzt bleibt er nicht stehen. Ich dachte, er läuft weiter. Jetzt läuft er bestimmt... Ja, jetzt läuft er natürlich weiter. Naja, den Rest kriegen die alleine hin, glaube ich. Hoffe ich, zumindest. Ah, ich muss da rüber. Alles klar. Dann reiten wir mal in die Richtung. Und versuchen... Wie kann ich jetzt überbrücken und davon abhalten, Hilfe zu rufen? Cool. Attacke! Fire, bam! Voll die Frechheit, ey. Greift er den einfach an? Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Ich meine, kein Wunder, da müssen sie sich halt den Zorn auch, ne? Einfach mal entgegenstellen. Ist halt so. Na gut, ich bin mal gespannt, ob wir Olin hier finden. Wahrscheinlich nicht, aber wir schauen mal. Naja, bevor ich die Ausgrabungsstätte betrete, werde ich erstmal hier noch ein bisschen absnacken. Weil das ist ja doch immer geil, sich so heilen zu können auch. So. Sind auf jeden Fall auch Peoples unterwegs, ne? Hier sind auch Peoples unterwegs. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht ihr alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Ach.
Wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt da. Wer ist da? What the fuck? Was zur Hölle? Okay. Lass ich mal alles erstmal kurz herstellen, was ich brauche. Und was ich natürlich herstellen kann. Gut, hier ist dann schon zu Ende. Okay. Nicht nah genug. Das ist halt auch immer blöd. Man muss halt echt nah ran, ne? So. Papau. So. Nein, ihr hattet eure Chance. Oh oh. Oh oh. Eieieiei. Deines Arschkeks, Kind. So, der andere, der hat noch nicht wirklich Schaden bisher bekommen. So. Und tot. Oh oh. Ich komme irgendwie nicht mit. Hä? Moment. Warum trifft er mich damit? Voll dumm. Hat er jetzt noch Waffen dran? Nee, ne? So, warte kurz. Ah, er kann schön hier bleiben, mein Freund. Und dieser kritische Schlag, der nicht sehr viel gebracht hat. Und weg. Warte. Nee, ist der echt. Echt ausgewichen, der Sack. Warte. So. Oh, du kleiner Arsch. Ja, warte mal, wir werden mal noch ein paar mehr Pfeile benutzen. So, ciao. Okay, wo die Typen sind, keine Ahnung. Ist aber auch nicht so wichtig anscheinend. So, das war die Nummer 1, die gestorben ist. Ich glaube, Olin soll ich auch nicht töten, ne? Ich soll den ja fangen. Oh, scheiße. Hey, warum kämpft denn Olin jetzt auf meiner Seite? Ein bisschen verwirrt. Mann. Und schon langsam die Pfeile, ey.
Ganz schön langsam, die Dinger. Keine Ahnung, wo der Kopf ist. Ich sehe den nicht so gut. Aber tot ist er ja trotzdem. Ciao. Okay. Ja dann, würde ich mal sagen. Reden wir mal mit Olin. Einfach nur so, um zu gucken, was der jetzt hier macht. Und so. Weiß man ja nun auch nicht, ne? Und vor allem, wer mit uns gerade geredet hat, ist ja schon ein bisschen interessant. Naja, mal gucken. Gerade hat er noch gekämpft, jetzt liegt er hier. Komisch. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter, kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es.
Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Okay. Wir wissen immer noch nicht, wer diese komische, mysteriöse Stimme war. Aber ich vermute mal, Hades wird eine Art Programm sein, was sich weiterentwickelt hat und die Maschinen kontrolliert oder so. Vermute ich. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, so in der Art könnte es wohl sein. Ja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach das hier. Scheiß drauf. Irgendwas muss ich ja machen. Gut. Kultistenfolterer. Ein bisschen umgucken, nicht, dass wir was ganz Wichtiges übersehen. Kultisten-Dingsbums, ne. Ja, nee, dann ist ja cool. 1500 Schritt in diese Richtung. Oha. Oh, hier ist noch eine verdorbene Zone. Ja gut, ich muss ja eh hier hin. Um uns mit Olin zu treffen, ne, ist ja trotzdem ein recht weiter Weg. Ach, aber gut. Tja, das ist jetzt echt interessant, was diese Stimme ist, wer ist Hades, also ich vermute eine Art Programm. Und wer ist diese komische, geheimnisvolle Frau? Fragen über Fragen, dessen eine Antwort bedürfen. Und ich denke, die werden wir auch früher oder später erhalten. Es wird ja auch ein, hatte ich das schon erwähnt, weiß ich gar nicht, ein Story-DLC geben, eine Story-Erweiterung für Horizon. Wir verlassen der Wald in Osaka. Ja, sie werden ihm kurz auf die Finger hauen und dann wieder gehen lassen. Schreien alle hier rum, ey. Die Arbeit meiner Mutter ist aus. Warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr? So weit vom Noraland entfernt. Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobeck. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Okay. Interessant. Hier soll ich hin erstmal. Ich werde mir das mal markieren. Okay. Woher weiß er das alles? Elizabeth Sobeck, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Das ist eine gute Frage. Ich habe absolut keine Ahnung. Wo kommt denn der? Ach hier. Hallo. Holen wir uns den erstmal und reiten dann da einfach hin, würde ich sagen. Ich meine, was soll ich sonst machen? Oh. Durch die Katze, glaube ich, getreten. Naja. Wenn man sich immer anschleicht. Der Schnee kommt sogar noch schneller als der Frost. Ach, komm schon. Kackt euch nicht in Schlipper, ey.